Konnichiwa, der Captain ist wieder da. Wir sehen uns heute wieder bei One Piece Odyssey und wir müssen zurück in die Kläranlage. Um dort nach dem Rechten zu sehen für den lieben Eisberg. Und für einen von Frankies alten Leuten. Ich muss den Weg dorthin erstmal wieder finden. Aber ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Pfad. Auf dem richtigen Kurs. Da ist das Bad. Die Musik ist immer noch sehr, sehr unheilsschwanger. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. So dramatisch ist es ja gerade gar nicht. Die Kläranlage. Das Bad war doch hier oben. Das wird ja nicht die Kläranlage sein. Das hier, das Gebäude sieht nach Kläranlage aus. Ich meine, die haben wir schon mal besiegt. An denen kann es hier nicht liegen. Vermute ich. Meine. Hier ist nichts. Hier geht's auch nicht rein. Ah, da liegt ein Würfel. Hi. Wie sie unsere Bauern einfach in Ruhe lassen, weil sie schon wissen, wir würden sie gnadenlos in den Boden rammen. Jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, wessen Würfel das war. Die Kläranlage. Einfach mal hier runter. Also seid ihr diejenigen, die den Auftrag des Bürgermeisters angenommen haben. Danke dafür. Seit der Aqua Laguna treiben sich ein paar angriffslustige Biester in der Kanalisation rum. Die Wellen der diesjährigen Aqua Laguna waren höher als üblich. Das Meerwasser wurde bis in die Kanalisation gespült. Was meinst du mit Biester? Das sind Fledermäuse, genau gesagt Goldfledermäuse. Ja, die sind kein Problem. Außerdem kann ich Fledermausflügel gut zum Kochen gebrauchen. Aber eine von denen ist nicht normal. Die ist viel gefährlicher als alle anderen. Ich werde, dass ihr mit ihnen fertig werdet. Okay. Siege 3, wilde Goldfledermäuse. Und ich glaube, sie sollte auch normale Mäuse bekämpfen für den anderen Typ. Aber die Aufgabe ist leider so lange her, dass ich mich nicht wirklich erinnern kann. Wir bekämpfen einfach mal alles, was da unten so rumläuft. Da wird schon das Richtige dabei sein. Volles Pfund aufs Maul, würde ich sagen. Sanji ist jetzt hier gerade nicht so im Vorteil. Ihr seid Schwert. Ihr braucht also Geschwindigkeit. Wir könnten mal Frankie einsetzen.
Der ist nämlich so wenig benutzt worden. Da ist noch ein bisschen hin her mit dem Level. Nö, Gift! Schmarrn! Tokubetsu-Ryokin-O-Itadai-Chao-Kashira? Nami! Sugeena, Omae! Arigato! Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich durch die Krankheit jetzt den Fortschritt im Japanischlernen ein bisschen verloren habe. Ich denke mir dann immer, ich könnte so viel weiter sein. Und gefühlt muss ich jetzt schon wieder von vorn anfangen, wobei ganz so schlimm ist es nicht. Aber ist schon traurig. Ich bin ja so ein Ehrgeizling. Der Captain gibt gerne 300%. Und wenn er dann gebremst wird, durch sowas wie eine Krankheit, fühlt sich das immer sehr mies an. Ja, du bist halt nicht so stark. Nicht so stark. Franklin. Aber es reicht. Nein, so. Er wurde zumindest nicht vergiftet. Das ist doch mal was. Tauschen wir dich doch mal aus. Geben wir doch mal Lysop die Chance, dich zu beweisen. Ah, hat leider auch nicht so viel SP. Versuchen wir jetzt einfach mal mit dem normalen Angriff. Wenn die Gegner machen uns jetzt nicht so viel Schaden, da können wir ruhig ein bisschen SP laufladen. Bleib liegen! Oder ich breche dir auch noch die anderen Knochen. Nami klatscht sie halt auch einfach so weg. Vollkommen problemlos. Du siehst nicht schwach aus, du siehst wunderschön aus. Und stark. Das ist die Hauptsache. Goldfledermäuse, die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Und diese Maus. Ich glaube, ich brauche Ruffy. Yes.
glaube, wir sollen gegen Mäuse kämpfen. Irgendwas, wo richtig reinhaut? Nehmen wir doch erstmal das. Schön. Die Freundladung ist komplett voll. Schön. Diese stemmenden Mäuse. Bye, bye. Oh, und jetzt tut sie mir ein bisschen leid. Sie wollte doch nur steppen. Bist jetzt leider eigentlich im Nachteil. Mal sehen, ob das tatsächlich ein Nachteil ist. Weil du bist so stark. Okay, es ist doch ein Nachteil. Schade. Der rammt unser Schwertbock dann doch nicht so einfach durch. Geschwindigkeit, da brauche ich halt eigentlich reine Kraft. Nun würde ich mal wieder ins Team. Ich mag Sanji. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere aus One Piece. Obwohl es mir echt schwer fällt zu sagen, dass ich irgendeinen davon... Ich mag alle von Buffys Crew. Mit Franky habe ich wohl die wenigsten Berührungspunkte. Es gibt keinen, den ich so wirklich gar nicht mag. Am wenigsten wahrscheinlich... Das Klett. Dessen Name mir entfallen ist. Aber auch nur, weil ich mit ihm auch kaum Berührungspunkte habe. Ich glaube, noch weniger als mit Franky. Wir müssen die von Lysop angreifen. Das müssen die sein. Das Feuer sieht einfach auch so gut aus, wenn er angreift. Du bist stark gegen die, die bei Sanji rumgammeln. Du hast halt auch nicht die mega starken Angriffe. Aber sie sehen hübsch aus. Kannst du euch ein bisschen reinhauen, Junge.
俺に任せ。くたばりやがれ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと、あんた強いわね。このキャプテンウソップに不可能などない。この力があれば大事なもんだって守れる。 Ich schätze, da fehlen uns immer noch Goldfledermäuse. Da. Hallo. Hallo Frühstück und Abendessen. Unser Mut hier klopft erstmal Schnitzel aus, sag ich. Vielleicht soll ich dich mal austauschen wieder. Mein Waffi wäre hier an der Stelle besser geeignet. Warum nicht die strategischen Vorteile nutzen? Wir haben ja nun genug Fledermausflügel. Okay, da fehlen noch mehr. Wir haben da vorhin schon welche besiegt. Aber das waren wohl nicht die richtigen. Hm. よし、やるか。パーティーテーブル、キックコース。常識では測れない力。不可能を可能にする力。全てを吹き飛ばすそのハリケーンの名は、来い。 Entschuldigung, aber immer wenn er das macht, muss ich innerlich so lachen. Der Dummschwätzer. Und ja, das Dummschwätzer ist sehr, sehr lieb gemacht. Ich hab ja schon gesagt, dass ich Sanji mit am meisten mag. Dummschwätzer ist er trotzdem. Ich glaube, ich der Einzige, der keine Attacke hat, der gegen alle irgendwie was machen kann. サンダーボルト、シュート！シュシュシュシュシュシュ！
So rübergehe ich gerade einfach nur, weil er halt gerade im Nachteil ist. Bringt dir dann nichts, ihn einzusetzen. Das scheinen aber auch nicht die Mäuse zu sein, gegen die ich kämpfen soll. Unten scheint aber auch sonst nichts zu sein. Ich schätze, es müssen halt wirklich die sein, die man sieht. Die Fledermäuse, die man halt auch als Gegner tatsächlich nicht antrifft, damit es die richtigen sind. ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、メシ。今週の俺はスーパー強いぞ。 Okay, eine fehlt noch. Die muss man halt auch erstmal finden. Bin mir da nicht so sicher, wo ich hin muss. Ich kann hier halt auch ein paar Mal im Kreis, ja. Von dir komme ich halt gerade erst. Na, wie sie hier hochklettert. Ich so. Ich wollte eigentlich zu Ruffy. よし。危険な天候にご注意ください。俺は準備はできてるぜ。 Müssen wir wieder ein paar SP farmen. 高くつくわよ。覚悟しなさい。 Schön, verfehlt. Mina, Jimbi, dekteruna. Hier ist sogar so ein ganz leichter Angriff schon reicht, um die Gegner zu one-hitten. Nein, kein Gift.
Ich Raffel vergiften, lass das mal. Das läuft fein. Wir sind schon in der nächsten Runde, das ist cool. Okay. Ich war gerade kurz verwirrt, ob wir nicht von da gerade gekommen sind. Uns fehlt nur eine Fledermaus. Wie lange wir noch in Water 7 bleiben. Könnte sein, dass das die letzte Quest ist, die wir dort machen. Aber jetzt schon, ich glaube, 4 Folgen lang in Water 7 waren. Jetzt war da aber auch keine goldene Fledermaus dabei, die stärker war als die anderen. Okay, wir können raus. Immer noch keine Ahnung, was das die für eine Quest ist, die wir für den Frankie-Mitarbeiter machen sollen. Nami, kannst du da mal ganz schnell machen, bitte? うまいもん作ってやるよ。 Wir dürften auch direkt, ja, direkt am Ausgang sein. So, dann gehen wir das schnell ab. Und dann weiß ich, wie gesagt, nicht, ob ich noch eine Quest in Water 7 machen würde. Es zieht sich ja doch ganz schön, wenn man alle Nebenquests auch machen möchte. Und ich weiß nicht, ob wir leveltechnisch das wirklich brauchen. Okay, Frankie, dann versuch mal Eis aufzumuntern. Worum, wer bist du? Habt ihr alle erwischt? Dank euch kann ich wieder sicher fühlen. Was? Ach, die Fledermäuse, du warst da auch mit involviert. Es ist hell. Nein. Menno.
Aber jetzt ist die Musik auch wieder anders. Ich hatte mich so gefreut. Es war so schön dunkel. Dann schnell zu Eis. Und mal schauen, was ihm so auf dem Herzen liegt eigentlich. Und ob Frankie helfen kann. Aber so wie sich Eisberg vor der Arbeit drückt, merkt man irgendwie, dass er früher mit Frankie gut befreundet war. Du siehst immer noch genervt aus, genau. Vielleicht lasst ihr mich nicht vom Haken, was? Na, ich bin nun mal der Bürgermeister von Water 7. Meine Arbeit nimmt kein Ende. Und nebenbei will ich meinen Traum verwirklichen. Das ist eine wirklich große Sache, die jedem in Water 7 helfen würde. Ich kann und will meinen Traum nicht aufgeben, doch es scheint einfach nicht zu klappen. Abgesehen davon kann niemand in meiner Firma Khalifa ersetzen. Deshalb mache ich mir die ganze Zeit Gedanken. Du hast so viel zu tun, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und du willst einer der Lehrlinge von Tom sein, du Dummkopf? Sei ein Mann und zieh's durch. Mehr gehört doch nicht dazu. Sei ein Mann und zieh's durch? Aber du hast schon recht. Gut, ich muss mich zusammenreißen und an die Arbeit machen. Du hast ihm seine Sorgen wirklich vergessen lassen, Bürgermeister. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir einen Teil der Arbeit abnehmen kann. Du hast recht. Wir haben doch schon Aufgaben erledigt. Futter für eine Maus zu kaufen gehört nicht zu den Aufgaben eines Sekretärs. Aber die Maus ist sehr süß. Ich würde es trotzdem machen. Ich möchte dir etwas sagen, Nico Robin. Hm? Was denn? Ich hatte Angst davor, dass du ohne Glyphen entziffern und die antike Waffe wieder erwecken kannst, deshalb hast du versucht, mich zu töten. Ja, aber als ich gesehen habe, dass du jetzt zu den Strohhüten gehörst und versuchst, sie zu beschützen, habe ich es mir anders überlegt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dir wirklich vertraue. Aber ich bin mir sicher, dass du die Welt nicht zerstören willst. Nicht solange du bei ihnen bist. Das ist mir durch den Kopf gegangen, als ich euch gesehen habe. Ach je, das war auch schon alles. Verstehe. Diese Ansprache war deprimierend. Hm? Im Grunde will ich nur sagen, dass ich euch die Daumen drücke. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Oh. Wieso wollen nur alle Robin töten? Die Arme. Sie ist doch so eine Gute. Ich mag sie echt gern. Früher konnte ich mich am meisten mit Robin identifizieren, muss ich ja gestehen. Weil sie ja eine ruhige war, gern gelesen hat. Mittlerweile identifiziere ich mich schon eher mit Nami. Ich glaube, das Ruhige ist so ein bisschen weg. Nun, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal die Folge. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und beim nächsten Mal schauen wir vielleicht woanders mal rein als in Water 7. Vielleicht machen wir auch endlich mal die Hauptquest weiter. Ich hatte nur Angst, was zu verpassen. Aber ich will auch keine 10 Folgen lang in Water 7 rumrennen. Von daher gehen wir vielleicht beim nächsten Mal weiter mit der Hauptquest. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann. Bye!